gesehen, wie ich mich von Kotau verabschiedet habe. Das ist so traurig, das war so geil da. Jetzt 7 Stunden später bin ich in Krabi angekommen. War auch total gut die Fahrt. Das Witzige war, ich habe dort sogar Lingna getroffen. Wir sind über den ganzen Weg zusammen gefahren. Es waren 6 Leute, sogar aus Herzlake waren welche dabei, welche die in Bröm wohnen. Aber 2 aus Lingen. Sehr, sehr cool. Schöne Grüße nochmal. Die sind nämlich auf dem Weg nach Rayleigh. Und ja, ich bin jetzt halt am Überlegen, was ich mache. Ich muss da nochmal ein bisschen im Internet forschen. Aber vorher muss ich unten nochmal fragen wegen Wäscheservice, Supermarket und so ein Zeugs halt. Und danach mache ich mich auf zum Nachtmarket, weil wir haben Sonntag und die haben heute noch Nachtmarket. Und deswegen gehe ich da gleich mal hin und esse irgendwie ein bisschen was oder keine Ahnung. Und ja, dann sehen wir uns da. Bis dann. Oh mein Gott. 20 Minuten laufen zum Hotel zurück. Habe ich dann vorher noch mal eben beim 7-Eleven geshoppt für die nächsten Tage und dann dabei noch ein Schnäppchen gemacht. Ich brauchte Wattestäbchen. Und das ist schon in einem Doppelpack für umgerechnet 50 Cent. Und dann sagt ihr in meiner Kasse, ja, 1 kaufen, 2 dazu, also 1 umsonst. Und ich so, hä? Jetzt habe ich 2 Packen Wattestäbchen. Wattestäbchen für die Weltreise. Auf jeden Fall genug, glaube ich. Gott sei Dank wiegen die nichts. Da ich ja eh schon Übergewicht habe, im Koffer meine ich jetzt, geht das ja noch. Ansonsten noch so Trinken gekauft. Zahnpasta und so ein Zeugs. Ja, und dann habe ich gedacht, ich laufe auf jeden Fall, weil nach dem Essen, was ihr ja gerade gesehen habt, gedacht, ich muss auf jeden Fall laufen. Weil es war ein White Chocolate Shake, da war noch Vanilleeis drin. Und dann der Burger mit einem Cronut Brötchen. Und dieser Burger, das war der beste Burger, den ich je hatte. Da kann sogar ein amerikanischer nicht mithalten, weil der war der Hammer. Die Fries die schmeckten so geil und dazu die Mayo-Soße. Also ich habe euch das ja gezeigt, Maya and Marks, direkt an der Ecke in Krabi. Wenn ihr in Krabi seid, geht da auf jeden Fall hin. Das lohnt sich, weil das ist mega, mega geil. Ja, das war's sonst für heute. Ihr habt heute nur die Anfahrt gesehen. Und sonst habe ich heute auch nicht wirklich viel gefilmt. Morgen werde ich auch, glaube ich, mal ein bisschen ausschlafen, ein bisschen im Bett pennen. Wäsche wegbringen. Abends vielleicht nochmal wieder zum Nightmarket, aber der war jetzt auch nicht besonders. Es waren halt nur so Früchtestände. Hätte ich mir mal was mitnehmen können. Und Essensstände. Und da ich ja schon gegessen hatte, habe ich das dann nach Hause sein lassen. Deswegen seht ihr davon nichts. Aber vielleicht morgen von dem Market. Der ist beim River, also beim Fluss. Und ich denke mal, dass ich da ein bisschen was filmen werde. Ja, und dann bis morgen. Gute Nacht alle zusammen.